Ich bin ja alt geworden. Gab's da nicht nur einen? Ja, das ist ja, na sicher, den holen wir sie jetzt. Den Wichser holen wir sie jetzt. Und zum anderen können wir ja noch immer hinreiten. Ist dann nicht so schlimm. Schauen wir am besten diesen nächsten Punkt an, was wir kriegen könnten. Aber 1200 war. Also, das war sogar der, was man den angezeigt hat. Na super, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das war sogar der, was wir angezeigt haben. Moment mal. Mit wem muss ich da reden? Da, dir? Und mit dir, oder? Moment mal. Sicher, der Wirt denn da? Der Wirt, den werden wir fix einmal reden müssen, da, mit den Depperten da. Und mit wem soll ich uns Hund drehen? Soll ich dir was vor? Singen? Begrab mich mit einem Verspielen. Jetzt bin ich aber gespannt. Jetzt bin ich aber gespannt, wo soll dieser Wirt sein? Ich bin ein vielbeschäftigter Mann. Ja. Pass auf, was du sagst, Alter. Okay. Okay, ich glaube, ich komme später wieder. Ah, der könnte sein. Ein Hexer und keinen Moment zu früh. Oh je. Du hast einen Auftrag für mich? Ja, es geht um meinen Bruder Mikkel. Der ist schon seit einer Woche mit den Frauen aus Bella in den Bergen. Frauen aus Bella? Bella war ein reiches Dorf, bis der Krieg kam. Da brannten die Hütten, die Vorratskammern wurden geplündert und die Männer eingezogen. Die Frauen mussten zusehen, wie sie alleine ohne Essen und Obdach klarkommen. Niemand wollte sie. Die Redanier haben sie nicht nach Novigrad gelassen. Darum hat Mikkel sie in die alten Minen gebracht, damit sie wenigstens aus dem Regen raus sind. Und seitdem habe ich nichts mehr von ihm gehört. Machen wir das später. Machen wir das später. Jetzt bin ich für was anderes da. Aber gut zu wissen, gut zu wissen. Sehr gut zu wissen. Dann kann ich gleich mal fetchen und alles dran. Gefällt mir, gefällt mir. Ich werde nur ganz kurz für alle Fälle einmal kurz eine kleine Runde Meditation durchziehen. Weil, vielleicht ist er dann da. Vielleicht kann ich dann mit ihm reden. Mit dem Wirt. Weil da habe ich nur Power, da habe ich nur das, da habe ich das, da kann ich mit niemandem. Ah, da schau. Da ist er, ist schon der Havara. Da ist er, ist schon. Hat ein bisschen länger gebraucht. Der hat ein bisschen länger gebraucht. Der hat die Nachtschicht, weißt du? Angeblich spielst du Karten. Das stimmt. Ich habe einen Aushang gemacht. Die Zeiten sind hart und gute Karten sind oft mehr wert als Gold. Mhm. Also, spielen wir? Mhm. Ja. Allein schon gegen den einen Gegner, Alter. Bist deppert. Ich geh nur immer zum Schwitzen. Oh mein Gott. Ich liebe diesen Typen. Danke. Danke. Und da war auch noch so eine geile Karte von Jennifer, wo die so richtig geil drin ausschaut. Was? Dementsprechend würde ich sagen, let's go. Das ist eine sehr, sehr gute Karte von Jennifer. Sehr, sehr gute Karte. Gefällt mir. Weg. Lass ich mal am besten sogar stehen. Würde sogar die Karte weggeben. Hm. Genau den gleichen Platz im Wiederkrieg gehabt. Ja, aber dafür trotzdem eine richtig, richtig gute Karte. Das muss man schon sagen. Eine richtig, richtig gute Karte. Mit Rollen. Das R muss rollen dabei. Okay, und was war das jetzt? Was war das jetzt bitte für ein Move? Was war das für ein nettes Zeichen? Okay, ja, danke, dass ich den Bulli da auch noch dazu krieg. Danke, danke, Digi. Ja, dann kriegst du halt wieder so einen Hansa. Den Hansa-Schmäh. 7. Döpert. Next. Das könnte ich noch dazu haben. Mit dieser fettes Plus hab. Mit dieser fettes Plus hab könnte ich eigentlich das dazu haben. Ja, gibt es dazu. Sicher sind wir gleich auf 8. Hätten wir doch gehabt, vielleicht sogar auf 10. Aber das wäre geil gewesen, wenn wir jetzt auf 10 gewesen wären. Das wäre geil gewesen. Wird sie jetzt aber in dem Fall irgendwie auch auszahlen, oder? Ja, wird sich auszahlen.
Gott sei Dank eine Karte. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Bleibt's bei einer Karte. Jetzt kommt nur noch Schwanzlänge. Ich sagte das, jetzt kommt nur noch Schwanzlänge. Ich habe also das Gefühl, dass der mich ficken wird. Dass der mich noch ficken wird, sagte das. Weil dann nur noch zwei Karten, sind wir nicht böse. So ein Bastard. So ein scheiß verwichster Bastard. Jetzt habe ich nur noch Akkorden. Und die will ich mir gern wenigstens für die nächste Runde aufheben, danke. Wow. Wow. Bringt mir jetzt viel. Oh Gott sei Dank. Ja, aber da würde ich aber dementsprechend eine kleine Kombination starten. Ja, da würde ich eine Kombination starten. Aber ich lege mal lieber als erstes mal das hin. Okay. Der hat noch drei Karten. Mhm. Mit ein bisschen am Plus. So ein Huren. So ein scheiß verfickter Huren. Weil bei meiner Karte ist eh wurscht. Da stört's nicht. Aber verloren hätte ich schon verloren. Aber beide Male. Weil ich krieg keine Karten. Der hat mir eigentlich im Prinzip nur damit geschlagen, dass der Karten hat, gell? So ein Wichs, aber wir haben urviel verbrauchen müssen, damit wir so weit oben sind wie er, Alter. Du könntest deinen Kartensatz aufmöbeln, dann läuft es besser. Obwohl, ich könnte bei ihm einkaufen. Etwas zu trinken wäre. Passt. Na, es hätte sein können, dass er vielleicht in seinem Geschäft hat, er vielleicht auch noch irgendwas Gescheites gehabt hätte. Boah, das wär's gewesen. Na gut. Ich würde jemand sagen. Dementsprechend sagen, auf ein neues. Aber, ich muss wirklich sagen, ich habe langsam so ein bisschen diese Karte zum Lieben gewonnen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Den Nebel brauchen wir nicht, weil wir haben ja die Spezialkarte. Dementsprechend haben wir gleich mal ein bisschen was weniger. Der Gegner beginnt. Ja, gefällt mir schon mal. Geschmort. Der Anzer tut weh. Er beginnt auch relativ leicht am Anfang. Er beginnt relativ einfach. Das muss ich schon sagen. Aber ich werde gleich ein bisschen stärker. Gleich am Anfang eingehen. Ich mach gleich Double. Ist besser so. Gleich Double. Das sieht mir nicht. Gleich Double. Okay, am besten vielleicht kann Bogen schützen. Weil dann kann ich den Nebel auch gleich ausnutzen auf entspannt. Damit ich hier nicht umso besser ausnutzen kann, haue ich gleich den Achter auch noch dazu. Double auch noch. Puh. Nicht schlecht, Herr Specht. Ich will nicht die Bogenschützen ersetzen. Um das geht's mir. Ich will die Bogenschützen nicht ersetzen. Der ist lustig. Wollte ich mir eigentlich aufheben, die Fähigkeit.
Wollte mal, ja, sei mal nicht böse, aber was willst du jetzt machen, Alter? Dementsprechend habe ich so das Gefühl, dass es schon so quasi so ein Zeichen ist, so, er weiß nicht weiter. Deshalb durchpassen. Dass er nur noch irgendwas eingesetzt hat, weißt du, was ich meine? Dass er jetzt in dem Fall irgendwas eingesetzt hat. Wir können ihn jetzt ein bisschen ficken. Krieg ich keine Karten zufällig, oder? Oder wie? Mhm. Gleich instantmäßig Double. Gleich Double, sehr gut. Ich überlege nur. Weißt du, überprüfen vielleicht, könnte man vielleicht sogar noch ein Double hätten oder sonst was. Vielleicht irgendein Partner für den anderen Bogenschützen, aber den haben wir eh nicht. Den haben wir eh noch nicht dabei gehabt. Okay, beginnt schon mal sehr stark, aber gute Karte. Bist du deppert? Gute Karte. Nicht schlecht, nicht schlecht. Richtig, richtig gute Karte. Aber der gute Moment ist halt einfach, er setzt einfach seinen Bogenschützen ein. Ich bin geschützt. Bin ein bisschen geschützt. Aber ich würde mir selbst ein bisschen einscheißen. Ich würde mir, glaube ich, selber ein bisschen einscheißen. Mit dieser Fähigkeit. Healing. Oder ich krieg eine geile Karte. Ja. Ja. Sehr gut. Richtig und wichtig. Ich muss zugeben, dass mein Ross zu hoch war. Tja, dementsprechend hier reiten. Meine Preiskarte gehört dir. Oh, die Karte ist sicher mächtig as fuck. Die Karte ist richtiger Motherfucker sicher. Sag ich dir. Richtiger Motherfucker. Ja, also.